Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Nostalgie-Projekt. Zusammen mit dem Glicky, hallo. Hallo. Warten es nur 3000? Ja, weil ich den Rest schon mal wieder in den Anhänger reingekippt habe. Mehr ging halt nicht rein. Der Anhänger ist voll. Hätten sie den ja jetzt nochmal voll machen können. Maschine. Hä? Nein, ich hatte nichts mehr drin. Ich war voll, hab ein bisschen was in den Anhänger reingekippt, bis er voll war und den Rest hab ich jetzt bei dir reingekippt. Ja, den Server da. Ja, ich hab das Gelümpel gekauft. Ja, ja. Also es kann natürlich nur sein, dass der nicht in diesem Blau ist, ne? Wieso? Naja, weil der ist ja standardgemäß auch schon so blau, aber vielleicht ist das jetzt auch ein anderes Blau, weiß wie ich. Zur Not drängen den in die Halle rein und färben halt richtig. Okay. Kann sein, dass es dieses Baby-Hellblau ist, standardgemäß. Ich wusste nicht, dass wir die umgefärbt haben. Das dachte ich eigentlich auch nicht, ich dachte, das war Standard. Na gut, dann sieht das auch vielleicht im Shop einfach nur so aus, whatever. Müssen sie gucken, wenn sie da sind. Wassertrailer hat man ja jetzt, ne? Da hat man diesen komischen jetzt genommen, was wir da empfohlen bekommen haben, ne? Diese LED-Dings da, also wir werden diese DDR-Dinger werden wir auch wieder nehmen, da schreiben wir einfach das Zeug mit Nein, das geht dann auch, das dauert noch ein bisschen. Guck, ob Produktion dann losgehen kann, ja. Was anderes haben wir Zucker rüben ja nicht gebraucht, ne? Ne, nur für Zucker. Außer sie wollen noch eine Schweinezucht einsteigen. Achso, das war. Na, eigentlich wollten wir ja schon längst mal bei den Kühe sein, ne? Ja. Aber ich denke mal, dass wenn wir den Zucker verklingeln, wenn wir einiges an Kohle haben, dann werden wir dann bei den Kühe endlich mal ein bisschen durchstarten. Ja. Ist halt Nostalgie, es ist halt langsam. Ja. Na, Lena ist es noch langsamer. Das stimmt. Ah, der Wassertrailer ging wieder nur an den Traktor an, ne? Ja, Zapfwelle, ne? Das juckt LS nicht. Sieht dann zwar komisch aus, aber es geht auch so. Aber ich glaube wegen der Kupplung hat es überhaupt nicht gepasst. Jetzt hier an das Dings. Kann sein, wenn der so einen Kugelkopf hat und nur so einen Zug mal. Aber wir hatten glaube ich auch so, hatten wir nicht den. Ach jedes Mal. Hatten wir nicht auch den großen Belarus? Hatten wir irgendeinen großen Fetten noch drin, ne? Ja, aber ne, ich glaube, die großen hatten wir alle ja schon durch. Nee, den roten nicht. Den roten nicht. Das ist. Ja, doch, der ist in dieser Babyblau-Farbe. Wir hatten den echt nochmal dunkelblau lackiert. Ja? Ich weiß auch nicht warum. Na, wir müssen sie machen. Ja. Die Kugel zurück, wir sammeln jetzt erstmal damit ein. Jo. Ich fahr erstmal den kleinen Belarus zurück. Ich bin eh voll, ich kann jetzt morgen. Da fährt er rein. Wie so eine gesenkte Ganz saftig reingefahren. Reingeklitten. Also bei irgendwelchen Maschinen müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Da war gar nicht mehr so viel Sprit drin. Ach so? Naja. Ich will jetzt nicht bei wen, aber irgendwo war der Sprit nicht mehr großartig viel da. Wie bei manchen, hier bei dem Belarus zum Beispiel, der hat ja nicht mehr Sprit. Der fährt so. Ohne. Kaputt gehen die meisten aus irgendeinem Grund auch nicht. Die haben halt alle diese Funktion nicht, dass die Verschleiß haben. Die ich jetzt so Beta hab, die haben Beta die Funktion. Ja, die Sandmaschine auch, aber so von unseren Traktoren jetzt her. Kannst du halt nicht reparieren. Na gut, wurde mit der Belarus, der 3,2, aber. Beim Rest war das eher so, komisch.
So, haben wir mal den Trailer noch. Hui. Und? Ja, ich sehe gerade den ich hier dran habe, da hat auch graue Felgen und dann dieses komische Blaue. Aber das Graue hier, das ist eigentlich geiler. Was du jetzt ausgewählt hast. Das ist ja mehr so Standard. Original, ja. Also. Und los! Hat doch diese grün, diese gelben Keile da unten drunter. Da ist. Oh, der Ausfall komme ich da eigentlich auch raus. Oh, okay, doch. Wo haben wir immer Wasser geholt? Aus dem See. Einfach so, ne? Aus dem Fluss, der anläuft. Da hinten die Anlage, die müsste ja, die haben wir ja letztes Mal zum Laufen gekriegt, ne? Müssen wir halt mal gucken, wie viel da jetzt drin ist. Welche Anlage? Kalk. Achso, ja, ne, ich hab die letzten vier Folgen auf mal Jens gespielt. Ja, aber ich glaube, das hat schon durchgearbeitet. Das geht da relativ schnell. 1714. Ja, da müssten wir noch ein bisschen was, ne? Warum, was fehlt? Was ist denn leer? Das ist eine sehr gute. Ja, Evers ist komplett leer. Ich weiß ja noch nicht was. Also irgendwas steht auf Null. Fässern, nee, der große Balken. Also Brennstoff würde ich fast sagen, wa? So. Ja. Na, ich habe ja auch nur, genau, ich habe ja nur als Test, habe ich ja mit einem Ballen bin ich ja drüben hochgefahren. Es ist. Wollte noch testen, ob der auch die Ballen annimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, switch mal überall durch hier. Irgendwo werde ich schon rauskommen. Ah ja, da macht der Rundballen der Kleine. Haben wir denn eine Rundballen-Aufsammeldings? Nee. Nee, dafür hat er ja gleichzeitig ein Dings vorne dran. Aber wir brauchen ja die Trailer jetzt erstmal, um die Zuckerrüben abzufahren. Oh, da wisst ihr, wie viele Ballen das wären? Schon wieder an diese Bushaltestelle, nein. Ja, bist halt ein Noob geworden. Naja, da sitzen wir. Jetzt sind wir noch eine ganze Woche dran. Ach, so lang nicht. Wir hocken die auf, drei hoch. Und dann wird abgefahren. Die werden erst alle schön zusammen auf einen Haufen gefahren, nicht irgendwie einzeln, dass wir die verlieren können. Und dann geht das los. Also zweimal anfassen. So ineffektiv. Nee, du fässt mit einer Gabel immer zwei Ballen an. Naja. Ah, da bin ich. Ja, das sieht schön scheiße aus. Ja. Da hast du da beim ersten hast du richtig ins Story gegriffen, weil die Felgen sind original. Aber wenn der auch so grau ist, dann sieht er wieder aus wie vorne, wie du wieder gefüpft. Ich würde ihn mal. Frage, habe ich es schon? Ich fahre mit dem jetzt gleich nochmal rüber. Ha. Also nur mit der Maschine. Ja. Kipp das nochmal ab und dann fahre ich mal eine Runde Zucker. Ja. Weil der Preis gerade gar nicht so schlecht ist. Dann gucke ich mal, ob vielleicht auch kleiner. Also ich fahre mal auf dem Hof, aber auf dem Hof steht das Teil für das Wasser, oder? Ja. Das ja. Hier. Auf dem Hof steht das Teil für das Wasser? Steht das dort? Was denn für ein Teil? Na, das Fass, womit wir Wasser gefahren sind. Möglich. Möglich.
Gucken Sie sich bei, gucken Sie mal bei sich im Lok, ne? Im Lok? Ja, ja. Warning Physics. Ja, ja, haben Sie, sind Sie so weit, dass Sie da Befehle eingeben können? Oder ja, haben Sie das immer noch nicht aktiviert? Ja, schreiben Sie einfach mal rein, clear, also alles klein. Das wird drin kommen. Ja, 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 ja. Das schreibt da ja im Sekundentakt rein. Verstehe ich nicht. Ja, Physik Warning, solange wir nicht fliegen, geht's. Ja, ja. Aber es hat ja keine negativen Auswirkungen. Also es leckt nicht, ist alles gut. Ja. Na, bis der Speicher irgendwann voll ist. Haben wir ja Zeit. Ja. ich sehe das Fass aber jetzt gerade nicht. Ich hab hier Terabyte. Man fragt mich, wo das ja, herkommt. Ja, aber ich sehe das Fass nicht. Wo haben wir das Fass stehen? Ach, warte mal. Ha, das steht, wenn du auf dem Hof rausfährst, in den Handfeld. Also über die, also durch die Schranke, gleich wieder rechts, da steht das. Ach so. Dann noch leid, dass ich dieses Wessi-Produkt mein. Ja, ne, das haben wir noch nicht was eigentlich. Richtig. Ja, mal gucken, ob das rangeht. Ich glaube nämlich, das ging nicht ran. Dann muss ich die Produktion gleich wieder hochfahren. Oh doch! Sauerstoff, es juckt das nicht mit Zapfwetter. Sieht halt scheiße aus, aber juckt das Spiel halt nicht. Ja. So, jetzt gucke ich mal, wo kann man hier auf dem Weg hoch zu? Kann ich, hab ich da irgendwo einen See? Da hab ich natürlich nicht. Den Schuss, wir haben, ist jetzt der Bach in der Nähe. Mal gucken, ob ich da was rauskriege. Das ist ja abgeahndet, ne? Das ist abgeahndet. War nämlich gut. Ah ja, weil mir das nur noch gegen Ende einfällt. Ich danke recht herzlich für die, die es vielleicht wissen und uns die Kommentare geschrieben haben. Dankeschön. Aber ein Jahr älter macht ein Brei ohne Decke. Was ist heute der Freitag der 9. Was? Heute ist Freitag der 9. Ach so. Nee. Wollte ich schon sagen, hä, was? Nee. Beweg mich stramm auf die 30 zu. Mit dem Unterschied, dass ich dann mit 30 fitter bin wie manche andere. Fitter oder fetter? Ja, beides. Ja, fit und fett. Also hier im Dings kann ich gerade nichts laden. Bach. Ne? Wir schnell halten den Hügel. Also mal Auto aufklappen, Abdeckung öffnen. Zum ja, Abdeckung öffnen müsste. N. Ah ja, ja. Ah, jetzt geht's los. Ich wollte schon sagen, komisch. Gut, bei manchen geht das ja 100, ne? Kannst du nicht richtig sagen. Ist schon wieder Anhänger voll, ne? Möglich? Ne, glaube ich nicht. Mal erst wieder anfangen. Oh, was aber, das wird eine schwere Sau. Da passt ja einiges rein, das kleine Ding. Das ist auch nicht ganz real, ne? Ich weiß nicht, wie viel neu passt. Ja, ich bin jetzt bei 6.000 und bin bei 33%. Also 18.000, was? Nein, das ist ein bisschen klein, das ist was. Nö, keiner von denen ist voll. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal 10.000 Liter mit. Ja. Weil er braucht ewig zum Laden. Oder zum Überladen. Und jetzt hänge ich schon natürlich auf dem Hang fest, weil das Gelümpel so schwer ist. Differenzialspar rein, ja. Ja, zieh! Geschafft. Aber wirklich nur mit Allrad, ne? Mhm. Gar nichts. Hm. Falls die Fragen aufkommen, unsere Nachbarn wissen Bescheid, was wir machen. Die wundern sich über solche Schreiaktionen nicht mehr. Nö. Oh, schön. Da, wo sie gekoppert haben, ist jetzt alles von der Ungold. Hm. Wird eh übergesät. Deswegen. Da läuft dann schon eine Zuckerproduktion, dann gehen wir gleich noch was verkaufen, da haben wir schon mal das Geld wieder rein. Wo ich so viel Minus durfte mir nicht gemacht haben, ne? Bei der Aktion den anderen Ernter kaufen, dann wieder verkaufen. Nö, da haben wir sogar Plus gemacht. Ne, beim Verkaufen ist ja immer weniger. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber.
Hast du den, du hast ihn ja verkauft, indem du ihn hingefahren hast, ne? Ja. Wir haben schon vielleicht ne, um die 30.000, werden wir schon noch gekriegt haben, weil der war ja nie im Einsatz. Ja, gut, ja. Ja, hat sich im Endeffekt ausgeglichen. Ja, ganz schön zu ziehen. So, jetzt bräuchte man halt dann mal was Stärkeres. Ja, dafür haben wir ja den dicken Traktor. Ah, der ist halt langsam. Die. Ja, deswegen ja. Ich weiß nicht, was der Rote macht. Weiß ich auch nicht. Auf, Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus. Oh. Ja. In dem Sinne, man dankt. Ich danke nochmal gegebenenfalls für die Glückwünsche. Und in dem Sinne, bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.